Hallo Freunde! Willkommen zu einem neuen Video bei auf meinem Kanal. Heute sind wir in Schulenberg beim Enduro One und ja, sind gerade angekommen, haben das Pit aufgebaut, jetzt haben wir gerade noch gegessen, morgen holen wir Startnummern und dann geht's auch schon ab zum Training. Genau, wir chillen gerade noch ganz entspannt im Pit am Mittag vorher und dann schauen wir mal, was es gibt. Noch nie Enduro-Rennen gefahren, ich hab Bock. Wir sehen uns morgen. Guten Morgen, Freunde. Wir sind noch sehr verschlafen, aber trotzdem herzlich willkommen zum ersten Tag von der Duo One auf Schulenberg. Kalt? Ja, wir gehen jetzt mal eine Runde schwimmen, damit wir wach werden. Das sind wir nämlich noch gar nicht. Wollen wir einfach bei drei beide reinspringen? 3, 2, 1. Jetzt sind wir fresh. Ich hab richtig Bock auf Enduro fahren. Nur auf hochfahren, aber runterheizen. Jawoll! Freunde, wir machen uns gerade fertig. Und ich habe mal einen neuen Helm gegönnt nach meinem Sturz in Bad Tabberz. Fühle ich voll. Und wir fahren heute mal im Fullface. Dann können wir nämlich mal richtig hacken. Sicherheit geht vor, ne? Ich sag's euch. So langsam werden wir ready. Ich bin ein bisschen verpeilt. Ich weiß nicht, was ich anziehen sollte, aber ich glaube, ich bin jetzt fertig. Knieschoner, Protektor, Fullface, T-Shirt. Das ist richtig. Es wird warm. Ich schwitze immer. Let's go! So, es geht los. Treten gerade hoch. Zuerst ein Stage, heute dürfen wir 3 bis 5 trainieren. Die anderen beiden sind morgen blind im Rennen. Genau, schauen wir uns mal an. Gucken wir mal, dass wir uns heute gut auf dem Rad fühlen. Genau, hinter mir sind die ganzen Atzen. Ey Jungs, habt ihr Bock? Ja. Ich hab richtig Bock, jawoll! Stimmung ist da, nicht. Ah. Ich fahr weiter in die Rinne. Alter Falter. Kein Duo, haben sie gesagt. Ja. Das hört ja nicht mehr auf. Also. Von Trainingsstrecke 3. So komisch, das mit dem Enduro zu fahren. Wir sonst immer und auch nur scheppern. Okay, Wattcap ist nicht drin. Wow! Der Busstop kam unerwartet. Oben, ne? Ja. Ja. Alter! Ah, hier ist Kurve. Das war falsch. Ja. Alter, gibt es da irgendwelche Linien? Boah. Da, wo der Typ steht. Ja, ich bin komplett high. Ja. Und wie war im Vergleich? Geht. Geht auch, ja. Ich war jetzt nicht mega schnell, aber es war einfach gar kein Sketch. Echt? Okay, krass. So, weiter geht's. Jo. Jo, hier wird sich alles nochmal rausgetreten, ey. Was? Ach du Jemine. Das sind ja die beschissenste Kurve. Ja, ehrlich. Oh, absteigen, laufen. Fuck. Das dreht ihn nicht. Und das sieht man auch noch vom Ziel. Ist mir egal, ich lauf das. Shit. Und dann bist du hier komplett kaputt mit Nerven. Jo.
Freunde, Appel Nummer 2. Ich bin pitchen nass. Also es zieht sich schon. Ja, was will man noch erwarten, ne? Wir haben mal noch 2 Stunden Training. Jetzt überleg mal, in Rossbach war es 15 Grad wärmer. Da will ich kotzen. Will mir auch ein Lift-Ticket kaufen. Gab's nicht. Ja, heute kann man sich ein Lift-Ticket kaufen, aber... Wir sind jetzt im Stück. Wir fahren ja hier nicht aus Spaß mit, ne? Das ist purer Ernst. Alles für die Leistung der Beine. Guckt sie euch an. Dicke Dinger. Einfach mit Kasala hier durch. Jetzt bin ich aber dreckig. 3, 2, 1, Bad! Ich hatte. Hast du das gefilmt? Ja, über die Wurzel, oder? Gib ihm! Weg! Alter! Also die Midline ist die blödeste, die du nehmen kannst da. Ja? Ja. Ah. Also entweder fährst du ganz oben, ne? Und jawohl! Rutschig. Junge, Junge. Geil, oder? Das ist abgefuckt geil. Aber da kannst du auch mit Full Protection fahren. Schon echt loose, ne? So manche Wurzeln. Schwarzi ist geil. Ich bin mit Tackle 10 Hallo? Junge, wird das morgen anstrengend? Ja. Oh, das war rutschig. Die ist aber heavy, die Stage, ey. Die wird lang. Richtig heavy. Ich hab gedacht, ich save's noch mit Fußgas. Nee. So, Freunde, wir sind gerade zum dritten Mal hochgefahren. Und es hat gerade geregnet, halbe Stunde. Dementsprechend ist es jetzt noch matschiger. Das geht eigentlich. Deshalb ist alles wässriger geworden. Aber die Wurzeln, fällt sich ja bis verdammt viel Dreck auf die Strecke. Aber ist geil, macht Bock. Wir fahren jetzt im Prolog. Das ist sozusagen die Quali nachher. Die zählt aber schon fürs Endergebnis. Genau. Erstmal jetzt Training und dann nachher ist der Prolog. Ja, viel Spaß euch. Danke, gleichfalls. Danke. Guck mal am Prolog. Rutschig. Verdammt rutschig. Boah. Junge, es ist so klebrig. Cross Country Rennen, ey. Das hier ist echt anderes Level an Kraft und Ausdauer. Und dann geht's hier auf die
auf Stempelstiege. Spätestens hier bin ich tot. Ja. Oh, oh, oh. Das kommt man abziehen. Oh. Anders krass anstrengend, ey. Aber jetzt sind wir durch. Ins Titos, dann machen wir gleich Prolog, ne? Quali. 20 Sekunden bis zum Start. Kasala! So Jungs, Quali, nervös? Quali? Quali, Prolog. Prolog. Ja, na, hör nervös. Mal. Ich bin tatsächlich nicht nervös. Ich auch nicht, ich bin voll entspannt. Vor dem Rennen. Vor den beiden morgen bin ich nervös. Ja, ich bin Angst vom Kurven. Los geht's. So, dann fahren wir jetzt mal Prolog. Oh, da brauchen wir einfach Rutschicht. Wichtig, Kraft aufzuteilen, glaube ich, sonst geht unten gar nichts mehr. Boah. Boah. Geht mit dem Handzeichen oder was auch immer. Aber wenn ihr da kein eindeutiges Sicherheits da Bescheid, dass da irgendwo jemand auf der Strecke ein Problem hat, für Hilfe. Danke dir. Ansonsten wünsche ich dir Start um 3:45 Uhr. Fick dich. Aber ich muss doch jemanden überholen. Bro, was hast du? Ich hing die ganze 39. Was hast du? 46. Ich schon das ganze offene. Freunde, Prolog ist durch. Gebt gleich ein Fazit am Auto, da oben ist die Musik einfach zu laut. Ja, Freunde, Prolog ist vorbei. War geil, war wirklich geil, aber war anstrengend. Ich habe mich immer gefragt, wann kommen wir unten wieder auf den Stempelstich, also auf den etwas ruppigeren Teil. Sind wir irgendwann angekommen und dann im Ziel, Platz 19 von... knapp unter 50, glaube ich. Zufrieden. Erste Enduro-Rennen. Ich freue mich auf morgen auf jeden Fall. Hat richtig Laune heute gemacht. Vielleicht fahren wir demnächst mal mehr Enduro, ich weiß es nicht. Ich bin fertig für heute. Ja, ich auch. Das war schon anstrengend. Ich glaube, es waren im Endeffekt nur 930 Höhenmeter oder 20. Nur, sagt der, Alter. Hä? Nur. Nur, das ist ja, so viel, Alter. Ja gut, vielleicht sind wir es auch schnell hochgetreten im Training, aber ja. So, war okay. Auf jeden Fall sind wir jetzt K.O. Müssen wir uns erholen und dann wird morgen auch mal nochmal viermal hochgetreten und einmal können wir Lift fahren. Das wird cool. Genau, ich freue mich drauf. Ein Sechstel haben wir jetzt schon vom Rennen. Geht das morgen so weiter, dann bin ich mit der Platzierung auf jeden Fall zufrieden. Habe ich hier schon mal ausgemalt in der Pro-Klasse. Ja, Freunde, wir gehen jetzt erstmal in den See. Ich nehme euch noch mit. Dankeschön. Schwerer Waschtag hier. Boah, lass, du hast mit Dreck verloren. Warm. Warum hast du den Tag in Form? Ich guck mal in die Richtung, Lasse.
Alter! Freunde, so geht auch der erste Tag hier zu Ende von der Enduro One in Schulenberg. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich habe nicht erwartet, dass das so viel Spaß macht. Also ich hatte heute so viel Spaß auf dem Fahrrad wie schon seit langem nicht mehr. Also es war echt cool. Genau, platzierungsmäßig bin ich auch echt vollkommen zufrieden. Hätte ich mir nicht ausmalen können, dass das so gut läuft. Aber morgen, wir haben erst ein Sechstel. Morgen sind noch 5 Stages, die werden morgen gefahren. Gegen die Zeit und dann entscheidet sich, wie es ausgeht. Ich freue mich auf jeden Fall auf morgen. Ich gehe jetzt schon mal schlafen. Wir haben 9:30 Uhr. Genau um 9.40 Uhr geht es schon hoch. Dadurch, dass wir heute so eine relativ gute Platzierung gefahren haben, ist das hier genau andersrum bei der Enduro One wie beim DRC. Wir starten morgen ganz früh. Die ersten starten um 9 Uhr, wir sind um 9.40 Uhr. Und dann geht es in die Finals. Ich freue mich drauf, Freunde. Wir sehen uns morgen. Habt einen schönen Abend. Wenn das euch gefallen hat, abonniert und liked unten. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann sehen wir uns morgen. Ciao.